Gregor Eisenhorn ist zum Zeitpunkt des ersten Buches ein anerkannter Inquisitor des Ordo Xenos. Es ist seine Aufgabe, fremde Wesen oder Aliens durch die Galaxis zu jagen und zu vernichten, so sie denn dem Imperium schaden. Die Romane werden zum aktuellen Zeitpunkt in vier Büchern erzählt. Die Geschichten von Dan Abnett sind eine der bekanntesten, da sie gut geschrieben sind und einen idealen Einstieg in die Warhammer 40k-Welt bieten. Eisenhorn ist ein Mensch mit Profil und wir können im Laufe der Romane seine Veränderungen sehen und auch nachvollziehen. Seine Gegner sind keine seelenlosen Bösewichte, sondern haben ebenso eine stets wandelnde Geschichte und auch eine Motivation, weshalb die Bücher oft empfohlen werden. Wie viele Mitglieder der Inquisition ist Eisenhorn ein Puritaner. Er ist konservativ und seine Mittel zur Jagd nach Aliens, Mutanten, Verrätern und Dämonen folgt den örtlichen planetaren Gesetzen. Trifft er auf eine neue Welt, so beschäftigt er sich ausgiebig mit den dortigen Regeln und passt sein Verhalten als Amalatianer an. Mit seinem Verhalten macht er sich so auch im Rahmen der Organisation selbst Feinde bei den radikalen Vertretern, die eher meinen, man kann den Feind mit seinen eigenen Mitteln bekämpfen und so selbst Dämonen benutzen, um ihre Ziele zu erreichen. Radikale wollen das Chaos nicht vernichten, so wie Eisenhorn, sondern sich selbst untertan machen. Gregor Eisenhorn verfügt beinahe über unbegrenzte Macht und handelt stellvertretend für den Imperator der Menschheit als Inquisitor. Zudem ist er selbst ein Mutant und verfügt über latente magische Kraft, die Psionik genannt wird. Zwar ist diese nicht sonderlich ausgeprägt, aber er kann einige Menschen beeinflussen und ihnen seinen Willen mental aufdrücken. Zu seinen bevorzugten Waffen zählt neben einem Schwert und einer Boltpistole auch ein Psi-Stab, der seine Macht kanalisiert. Im Verlauf der Geschichte führt er zwar viele andere Waffen und verbessert sein Arsenal stetig, aber er passt sich auch seinen Feinden an und wählt seine Waffen dementsprechend. Gregor Eisenhorn wurde früh von der Inquisition entdeckt und auf die schwarzen Schiffe gebracht, die überall in der Milchstraße Mutanten einsammeln und ihre psionischen Energien für ihre Zwecke missbrauchen. Er überlebt die unbekannten Prozeduren auf der Erde, die heute Terra genannt wird, und wurde dann als Akolyth rekrutiert. Unter Inquisitor Hebshand lernt er die vielen Feinde kennen und erkämpft sich mit anderen seinen Weg, die Rangfolge nach oben. Sein Freund und Wegbegleiter Titus Endor wurde wie Eisenhorn selbst Inquisitor, nachdem sie viele Jahre zusammen ermittelten. Auch seinen Gelehrten Uba Amos lernte er über Hebshand kennen. Amos sammelt alles Wissen, was er aufnehmen kann, und so unbedeutend es auch sein mag, was gerade Eisenhorn als puritanischem Amalatianer sehr nützlich ist. Hebshand selbst ernannte den Protagonisten der Bücher im unglaublichen Alter von nur 24 Jahren zu einem vollwertigen Mitglied der Kammer und zog sich selbst nur kurz danach aus dem Dienst zurück. Xenoide Hirnmaden hatten sich in Hebshand gefressen und machten weiteres Ermitteln für ihn selbst unmöglich. Die Geschichte von Gregor Eisenhorn beginnt auf der Jagd nach dem Massenmörder Murdeen Eichlone, den er auf der Welt Hybris fand und hinrichten konnte. Er lernt dabei zwei weitere Mitglieder seines zukünftigen Stabes kennen, die er rekrutiert. Neben einem Astropathen und einem Fliegerpiloten konnte er so einen Arbitrator hinzugewinnen. Godwin Fischig ist Gesetzeshüter auf dem Planeten und wird ihm für seine Ermittlungen an die Seite gestellt. Ein weiteres Mitglied wird Elizabeth Beckwin, eine Unberührbare, die absolut immun gegen psionischen Warp-Einfluss ist. Gemeinsam mit ihr wird Eisenhorn so zu einem idealen Jäger von Dämonen, Mutanten und Hexern. Seine weiteren Ermittlungen führen ihn dann zu dem Planeten Gudrun, wo er jedoch gefangen genommen und gefoltert wird. Einige Schäden sind irreparabel, weshalb er unter anderem nie wieder lächeln können wird. Er kann sich jedoch aus seiner Misere mit Hilfe seines Piloten Betancor befreien.
Sie können dabei einen Pontius bergen, eine Truhe mit einer gespeicherten Seele und einer Intelligenz eines Ketzers. Nach der Befragung entdecken Sie das eigentliche Ziel des Kultes, ein Buch mit dämonischer Macht, was die Verschwörer um Myrdin Eiklon und die Familie Glaw in ihre Finger bekommen wollen. Sie bergen Artefakte, welche gegen das Buch eingetauscht werden sollen und können so den Handel mit einer fünfgliedrigen Schwinnenrasse empfindlich stören. Eisenhorn kann im Finale einen Chaos Space Marine der Emperor's Children im Nahkampf töten und vernichtet das Buch. Als sie erfahren, dass es eine zweite Abschrift gibt, reisen sie zu einem weiteren Planeten und stellen dieses ebenso sicher. Dabei begegnet Eisenhorn einem mächtigen Dämon namens Cherubael, der ihn lange Jahre in seinen Träumen noch verfolgen wird. An dieser Stelle endet das erste Buch, Xenos, und es gibt einen Zeitsprung zu dem Buch 2, Malleus, und den Kurzgeschichten von Buch 4, Magos. Auf Samita kommt er einem kleinen Kult auf die Schliche. Ehemalige Soldaten, die überall in der Stadt Morde begehen und Leichen mit Chaosmakeln zwischen Häuserwänden verbergen, um ihren Gott zu ehren. Er verliert dabei seine linke Hand, welche im Verlauf jedoch durch eine bionische Prothese ersetzt wird. Sein Freund und Pilot Betancor wird zwischen den Büchern Xenos 1 und Malleus 2 getötet. Seine Tochter übernimmt allerdings den Pilotensitz und ergänzt so das Team wieder vollständig. Nun beginnen die Ermittlungen, die Eisenhorn zu einem systemweit bekannten Inquisitor machen. Er findet heraus, dass der ehemalige und lange totgeglaubte Inquisitionskollege Quixus noch immer am Leben ist und sich von der puritanischen Seite abgewandt hat. Als radikaler Ketzer benutzt er die Dinge, die eigentlich vernichtet werden sollten. Auf Thrakian Primaris kommt es während einer Parade zu einem Anschlag, bei dem viele Millionen Menschen sterben und auch ein Interrogator von Eisenhorn schwer verletzt wird. Eigentlich sollte Gideon Ravenor seinem Lehrer nachfolgen, war er doch ein herausragender Psioniker und von Eisenhorn bestens auf den Beruf des Inquisitors vorbereitet. Nach den Einschlägen war jedoch sein Körper so zerstört und wurde nur noch durch seine reine Willenskraft am Leben gehalten. Ravenor verbrachte viele Jahre in Regeneration und konnte später nur mit einem lebenserhaltenden Maschinenkörper seinen Kampf fortsetzen. Das Wiedersehen mit Cherubael lenkt seine Spur auf den Festungsplaneten Cardia, der mitten über einem Warpstrudel im Weltall treibt. Eisenhorn wird dabei von seinem Inquisitionskollegen Osma festgenommen und als Radikaler angeklagt. Seine mittlerweile obskuren Methoden verleiten die Kammer der Inquisition dazu, dass er ausgetragen wird und nun als freier Mann ohne Rechte operieren muss. Pontius Glaw, die geborgene Intelligenz aus dem ersten Buch, leitet ihn bei seinem Handeln immer weiter an und so verändert Gregor Eisenhorn auch sein Denken. Erst als Eisenhorn die Existenz von Quixos beweisen kann und diesen mit Hilfe von Dämon Cherubael vernichtet, wird sein Ruf und seine Reputation wiederhergestellt und in die Inquisition eingegliedert. Mithilfe des geborgenen dämonischen Buches von Quixus gelingt es ihm, Cherubael für Studienzwecke zu binden, und er beginnt mit der Erforschung dieses Wesens. Er konnte einen Chaos-Titan mit dämonischer Macht vernichten und machte so erneut Aufsehen um seine Methoden. In Buch 3 mit Namen Hereticus gelingt Pontius Glaw die Flucht aus der Truhe und er bekommt einen neuen Körper. Voller Rache beginnt dieser einen Feldzug gegen Eisenhorn, ihm wird quasi alles genommen. Sein Schiff, seine Akoluten und auch die mittlerweile gute Freundin Elizabeth Beckwin, die in ein tiefes Koma fällt. Nur mit Hilfe von Gideon Ravenor kann er sich etwas Luft verschaffen. Dieser ist mittlerweile in seiner eigenen Stasiskammer eingeschlossen und selbst ein Inquisitor. Cherubael wird so der ständige Begleiter von Eisenhorn, dem er mehr und mehr vertraut, obwohl er ein Dämon des Chaos ist.
Godwin Fischig und auch sein jahrhundertelanger Freund Uber Amos sterben oder werden von ihm selbst getötet. Auf sich alleine gestellt und als Verräter markiert, versucht er weiterhin das Richtige zu tun und hat sich nun vollständig von einem Puritaner zu dem gewandelt, was er jahrelang bekämpft hat, einem Radikalen. Das vierte Buch Magos behandelt vor allem die zahlreichen Kurzgeschichten, nicht nur sein Leben zwischen oder vor den Büchern, sondern auch die Geschichte von Ravenor und Elizabeth Beckwin. Weiterhin geht es in dem Buch Magos vor allem um den namensgebenden Magos Biologes, einen Xenos-Tiergelehrten, der in die Dienste von Eisenhorn tritt.